Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem ersten herbstlichen Event-Guide in diesem Jahr. Der Event-Guide wird präsentiert von waswannwolfsburg.de, dem Veranstaltungskalender der WMG. Morgen um 15 Uhr ist hier im Figurentheater das Puppenspiel Der Froschkönig. Versprochen ist versprochen. Am Samstag um 15.30 Uhr wird euch der Sternhimmel im Planetarium Wolfsburg live erklärt und ihr könnt vor Ort auch eure astronomischen Fragen stellen. Nächste Woche Mittwoch, also am 27.10. um 16 Uhr in der Stadtbibliothek, gibt es ein Bilderbuchkino, der Blätterdieb. Das Eichhörnchen fragt sich, wo sind eigentlich die ganzen Blätter hin verschwunden? Ob es den Blätterdieb finden wird? Anschließend wird dann noch gebastelt für Kinder ab 3 Jahren. Euch hat schon immer interessiert, warum die Wolfsburg eigentlich Wolfsburg heißt? Dann solltet ihr am Sonntag um 15 Uhr bei der Stadtführung des Stadtmuseums Wolfsburg teilnehmen. Die Führung kostet für Erwachsene 10 Euro und für Kinder 8,50 Euro. Am Sonntag von 7 bis 16 Uhr wird hier auf dem Festplatz beim Allerpark ein großer Flohmarkt stattfinden. Und nicht vergessen, noch bis zum 31. Oktober gibt es die große Dinosaurier-Ausstellung in Fallersleben auf der Festwiese Westerlinge 8. Am Sonntag um 17 Uhr spielen unsere Grizzlies gegen Ingolstadt hier in der Eisarena. Noch bis zum 31. Oktober ist Bubble Mania, das große Seifenblasenfestival, hier unterm Pheno. Ihr könnt entweder selbst mit Seifenblasen experimentieren in dem Domzelt oder ihr guckt euch eine der Shows an, die immer um 12, 14 und 16 Uhr laufen. Wenn auch du Lust hast, bei uns mal zu moderieren, dann melde dich doch einfach bei uns. Ansonsten war es das von mir erstmal. Bis zum nächsten Mal, eure Yara.